Spitzenpolitiker ist ein geiler Job. Du verdienst einen Haufen Kohle und bekommst ständig gratis Bier. Nein! Aber es gibt eine Sache, die extrem unangenehm ist. Alle paar Jahre wieder muss man sich vom nervigen Volk wählen lassen. Absolut wichtig daher, sympathisch rüberkommen. Und wo könnte man das besser als ganz privat im Facebook-Newsfeed der Leute? Von herausragender Bedeutung ist dabei ein sympathisches Profilbild. Peter Gauweiler ist so ein bisschen der Bad Boy im Deutschen Bundestag. Und mit Bad Boy meine ich nicht, dass er bei seiner Lederjacke den Kragen hochkrempelt und hinter eurem Rücken mit eurer Schwester flirtet. Ich meine Bad Boy eher so wie P. Diddy. Er hat einen Haufen Kohle, ist aber immer ein bisschen Ghetto geblieben. Quasi P. Giddy. Wer verdient das meiste Geld im Bundestag? Gauweiler. Wer macht am meisten blau? Gauweiler. Gegen wen wurde schon ermittelt, weil er als Anwalt einem Zeugen mit Schlägen gedroht haben soll? Ganz genau. Mit was für einem Profilbild könnte P. Giddy also ein bisschen wegkommen vom Gangster-Image und neues Vertrauen bei den Wählern wecken? Ich kommentiere dieses Bild an dieser Stelle nicht weiter, weil ich Angst habe, dass ich sonst morgen mit einem Pferdekopf in meinem Bett aufwache.